Gehen wir mal hier lang. Ach, er sitzt da. Vielleicht kann man mit ihm nochmal reden. Vielleicht hat er was Neues für uns. Got some junk to sell. Gegenstand verkaufen. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Nö, brauchen wir nicht. Wir brauchen nichts zu verkaufen. Tschüss! Von der Seite können wir es ja nicht benutzen, nur von der anderen, ne? Richtig, genau. Okay. Na gut, dann gehen wir rüber. Über die Brücke. Hier an den Strand. Packen unser Schiff da ins Wasser und fahren einmal um eine Insel rum. Vielleicht, weiß nicht, ob es vielleicht nicht so besonders spannend, aber interessant vielleicht trotzdem. Da lang zu diesem Eisbereich würde ich schon gerne fahren wollen, ne? Vielleicht kommen wir können auch rechts zum Strand runter, da war doch auch was. Da war doch auch eine Möglichkeit, zum Strand zu kommen, wenn ich mich recht erinnere, absolut. Und dann fahren wir von dort aus los. Machen wir das so. Gehen wir hier an dem Ballon vorbei, gehen dort zum Strand. Und fahren von dort in Richtung Eisschollen, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht. Und dann können wir vielleicht auch eine Schneelandschaft malen und so weiter und so fort. Und vielleicht finden wir ja doch noch eine heiße Quelle. Hier könnten wir auch ein Bild malen, dann hätten wir den natürlichen Bogen. Ist ja im Endeffekt hier auch ein natürlicher Bogen, ne? Aber wir malen den von der Tiffmore-Klippen, das ist schöner, glaube ich. Ja, komm, dann Abfahrt. Ablegen. Packen. Das hat ja schon wieder hervorragend funktioniert. Hat keiner gesehen? Jetzt aber. Na dann. Machen wir eine kleine Schiffsfahrt. Sehr schön. Mal schauen, wie weit wir rausfahren können. Schon mal interessant. Also wir fahren jetzt gerade genau von der Schnellhofküste aus in Richtung hier will ich mal rumfahren. Mal gucken, ob wir das hinbekommen.
Musik ändert sich, ne? Das ist schon toll gemacht. Ich weiß nicht, ob wir schon dieses Lied hatten. Wow, das sieht dort auch ja super toll aus. Der Sonne entgegen. Wir brauchen uns auch um Kälte keine Sorgen machen, weil wir die Jacke haben. Das heißt, wir können hier theoretisch die gesamte Nacht rumschippern. Alles überhaupt kein Problem. Können wir hier eigentlich ein Bild malen? Das ging jetzt sogar. Okay. Mal gucken. Oh ja, das ging. Cool. Schick. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter, ne? Wenn ich das richtig sehe gerade. Das ist ja nicht so prickelnd hier. Ich bin von hier los. Warum kann ich nicht da langfahren, so wie ich möchte? Komme ich auch nicht weiter, okay. Ich hab gedacht, ich konnte da in die Richtung nicht mehr, zur Richtung Sonnenuntergang, glaube ich, konnte ich nicht weiterfahren. Oder habe ich mich da geirrt? Ich versuche es jetzt nochmal. Das. So, jetzt versuche ich mal so weit wie möglich einfach geradeaus zu fahren. Ob ich dann doch da rumkomme. Links rum, wie ich eigentlich wollte. Aber drückt immer irgendwie ein bisschen links ab, habe ich den Eindruck, ne?
Ich komme hier nicht weiter. Okay. Okay, wir fahren mal zurück. Ich glaube, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Leider. Okay, okay, okay. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen. Ich dachte, man könnte hier so lang fahren. Das wäre schon schick. Das wäre schon toll. Wenn man das machen könnte. So, da ist Nava. Ja, ein bisschen zu weit raus, ne? Wir fahren. Okay. So, fahren wir mal hier durch. So, von hier sind wir doch jetzt losgefahren, richtig? So. Wenn ich jetzt so in die Richtung gucke, dann ist rechts von mir Nava. Aber hier komme ich anscheinend nicht rum, leider. Gut, dann machen wir Rotforst-Quest. Das können wir vielleicht schaffen. Ja. 20 Uhr. Dann bewegen wir uns Richtung Rotforst. Und gucken mal, ob wir da wahrscheinlich ja die Musiker finden, die dann nachts trommeln. Dann können wir nämlich das auch abschließen, die Aufgabe. Wir können auch zum Ballon und dann gehen wir mal geradeaus weiter in den Wald hinein. Ein Ballon vorbei noch. Dann
Einfach eher so rechts halten. Wurzel mitnehmen. Hä? Achso, das ist der Ballon. Geräusch vom Ballon. Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln. Sehr schön. Oh, viel. Geh mal so ein bisschen links. Hallo, grüß dich. Schönen Abend. Wie ist denn die Aufgabe eigentlich? Trommeln in der Nacht. Rania hat nachts getrommelt im Rotforst gehört. Ich sollte mich dort mal umsehen. Das machen wir jetzt. Rotforst. Vor uns diese Bäume, die rötlich sind. Name ist Programm. Ja, da hinten ist doch schon jemand. Ah ne, das sind die Spiegel, ne? Das sind die Spiegel. Genau. Ah. Trommel. Yes! Musiker. Nein, 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 wartet doch. Bleibt doch hier, ihr Lieben. Die sind in den Baum verschwunden. Trommeln in der Nacht aktualisiert. Okay. Hm. Ich habe etwas Merkwürdiges im Rotforst gesehen. Eine Gruppe von Trommlern mitten in der Nacht. Sie sind durch eine Tür in einen Baum gelaufen, als sie mich gesehen haben. Eine Baumtür. Ich sollte Rania davon erzählen. So. Da, Ranias Haus. Na dann. Dann erzählen wir Rania davon. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Mhm. Stöckchen nehme ich mit. Noch ein Stöckchen nehme ich auch mit. Noch ein Stock. Voll. Ist das hier? Ist das Rania? Hallo! Hi again! Ja, genau, das ist It's nice to see a familiar face. We don't get too many visitors out here. Schön dunkel ist es, ich erkenne kaum was. Ich habe die Trommler gesehen. What? Really? A tree door? Let's go see it! Los geht's! Okay. You're sure it was here? Ja, sie waren genau hier. Well, they seem to have left no trace. And the door in the tree? Ich schwöre, dass deine Tür war. I believe you. I've been hearing those drums for too long. Something mysterious is afoot. Whatever they're doing, it's clear they don't wish to be discovered. Absolut. I think you should ask around in Narva. Maybe there's someone who knows more about these Blushwood night drummers. All this investigating has made me thirsty. I think it's quite time for a Lindauian brew. Let me know if you find out more.
Come on by anytime. Alles klar, mach ich. Tschüss, nächtliche Trümmer, aktualisiert. Als wir den Ort aufgesucht haben, fanden Rania und ich keine Spur der Trommler. Vielleicht weiß jemand in Nava mehr über diese mysteriösen Rotfrost-Trommler. Ich sollte mich einmal umhören. Das werden wir machen. Das heißt, ja, die Nacht durchgemacht. Wie spät ist es denn? 20:55, also noch nicht die Nacht durchgemacht. Aber wir können ja erst einmal... Pilz? Pilz! Gib mir den Pilz! So. Können ja mal angeln. Wir können ja mal angeln. Okay, angeln bringt nichts. Irgendwie, ich... Das mit den Großväterchen weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das regeln soll. Okidokili. Sollten wir vielleicht schlafen? Wir haben schon lange nicht mehr geschlafen. Ich baue hier einfach mal ein Zelt auf, wenn es geht. Ausrüstung, Zelt. Geht hier nicht. Hier könnten wir es aufbauen. Bauen wir mal ein bisschen abseits des Weges hier. Ich will hier keinen stören. Noch Eier. Brauchen wir aber auch nicht mehr, glaube ich, zu sammeln. So. Dann gehen wir mal schlafen. Wir schlafen bis... Ja, machen wir mal bis 8 Uhr. Und dann gehen wir zurück nach Nava und hören uns da mal um. Und finden wir vielleicht raus, was es mit den Trommlern auf sich hat.